Der erste Teil des Achtelfinals in der Champions League steht an. Juventus gegen Tottenham Hotspur am Dienstag und Basel gegen Manchester City am Mittwoch, dann um 20.45 Uhr Real Madrid gegen Paris und FC Porto gegen Liverpool. Nächste Woche kommen natürlich dann auch die anderen vier Spiele. Wenn es euch später gefällt, würde ich mich über eine Bewertung und ein Abo freuen. Tippt in den Kommentaren gerne mit. Ansonsten jetzt viel Spaß mit der Prognose und danke fürs Zuschauen. Endlich wieder Champions League. Die Achtelfinals stehen an im Jahr 2018. Und Juventus wie gewohnt im 4-3-3. Buffon im Tor. Davor die Viererkette dann. Marquisio, Pjanic und Khedira im Mittelfeld. Mandzukic, Higuain und Bernardeschi in der offensiven Dreierreihe. Die Spurs auch wie gewohnt mit selber Aufstellung, wie man von ihnen das Ganze gewohnt ist. 4-2-3-1, Harry Kane in der Spitze soll für die Tore sorgen. Son und Eriksen über die Außen und Ali auf der 10 sollen für die Vorlagen sorgen. Und die Gäste starteten gar nicht schlecht in die Partie. Kane ist das, der den Ball lange halten kann, die Übersicht hat. Dembélé bringt den Ball nochmal auf Außen. Dann Christian Eriksen mit der Flanke. Zweiter Pfosten steht. Heung-Min Son relativ blank. Der mit der Direktabnahme nimmt da volles Risiko. Trifft den Ball gar nicht schlecht. Allerdings rutscht ihm der Ball letztendlich doch etwas über den Schlappen. Und dementsprechend keine größere Torgefahr. Juventus konzentrierte sich erstmal auf die Verteidigung. Wichtig, kein Auswärtsgegentor kassieren. Und dann kam sie so zur ersten Möglichkeit. Higuain testet Hugo Lloris im Tor. Der Engländer, schöne Parade vom Franzosen. Und vor der Pause nochmal Juventus, Khedira. Und irgendwie kriegt Tottenham da den Ball nicht geklärt. Pjanic macht es nochmal heiß. Und der Abschluss dann von Mario Mandzukic. Der Kroate kriegt allerdings nicht genug Druck auf den Ball, sodass Lloris den Ball halten kann. Zweiter Durchgang, Juve wurde jetzt stärker und setzte mehr Angriffe. Asamoah lässt sich da den Ball clever durch oder ist das eher etwas Überrumpeln vom Ball? Lloris greift ein, weiterhin 0-0, aber Juventus unterstreichte jetzt, dass sie hier zu Hause doch einiges eigentlich reißen können. Und so kam sie dann durch Douglas Costa zum 1-0. 57. Spielminute, 1-0 für Juventus Turin. Den ein oder anderen Fan dürfte es erstaunen, dass Douglas Costa auch mit dem rechten Fuß treffen kann. Wunderbar gemacht, er war nicht einfach zu nehmen. Lloris ist ohne Chance und so dann 1-0 für Juventus. Und es kam noch besser für die Italiener. Asamoah mit der Übersicht und da ist dann Sami Khedira in die Spitze gestoßen. 71. Spielminute, der Doppelschlag für Juventus, Turin und Tottenham. Spielt sich damit eine schlechte Ausgangslage im Hinspiel zurecht. Hugo Lloris ist bedient, wird da alleine gelassen. Und der deutsche Nationalspieler macht sein erstes Champions League-Tor in dieser Saison. Mit seinem linken Fuß bringt er den Ball an Lloris vorbei. Die Partie allerdings war noch nicht zu Ende. Das 3-0 würde wahrscheinlich die Entscheidung auch fürs Rückspiel bedeuten. Costa allerdings. Mit rechts kann auch nicht alles klappen. Und so gewinnt am Ende Juventus Turin mit 2-0 gegen Tottenham. Spielt sich damit in eine herausragende Ausgangsposition für das Rückspiel in England. Im St. Jakob Park waren die Ausgangszeichen eigentlich schon klar gelegt, klar gesprüht. Basel
als klarer Underdog gegen Manchester City in der Partie. Nichtsdestotrotz sollte es mit 4-2-3-1 auch nach vorne gehen. Sie wollten sich nicht hinten einkesseln und ebenfalls für offensive Akzente und im besten Fall auch für Tore sorgen, ohne dabei die Abwehr völlig außer Acht zu lassen. Manchester City als klarer Favorit hier zu Gast. Allerdings in der Champions League lief es in der Vergangenheit noch nie so rund, dass sie hier mit der breiten Brust komplett antreten konnten. Nichtsdestotrotz waren sie hier der klare Favorit. Man kam mit einem 5-1 gegen Leicester in diese Partie hier in der Schweiz. Und Manchester City spielte auch positiv aus. Sterling ist das über die linke Seite und Kun Agüero. Sergio Kun Agüero, 20. Minute, 1-0 für die Gäste. Sein viertes Champions League-Tor, konnte alleine gegen Leicester am Wochenende schon viermal treffen. Machte sich damit also heiß für den Champions League-Abend. Sterling, das geht dann zu einfach, wie er da vorbeigeht. Und so dann eben das 1-0 für den Favoriten. Guardiola freute sich natürlich. So kann man schon mal in die Auswärtspartie starten. Und sie wurden stärker. Gündogan nach 25 Minuten fast mit dem 0-2. Zwei Auswärtsgegentore wären natürlich richtig wertvoll. Aber dann kam auch mal Basel nach vorne. Valentin Stocker. Van Wolfswinkel bedient Valentin Stocker. Ausgleich. Das 1-1 wie aus dem Nichts. Manchester City zog sich zurück und der Ex-Berliner lässt die Herzen der Schweizer höher schlagen. Traumhafter Treffer von ihm, lässt Ederson im Tor von Manchester City keine Chance. Otamendi kommt nicht mehr richtig ran und verhindert nicht den Abschluss. Also der Ausgleich. Wir springen in die zweite Hälfte und Manchester City wollte gleich wieder in Führung gehen. Ilkay Gündoğan, Kevin De Bruyne, Ex-Bundesliga-Kombination. Ausgleich revidiert, 2-1 für Manchester City. Und der Belgier läuft zu seinem Trainer, bedankt sich. Und das macht er mit einem Tor und mit einer Umarmung. Die Manchester City-Fans im Gästeblock waren natürlich höchst erfreut. Zwei Auswärtstore. Sehr, sehr wertvoll in der Champions League in der K.O.-Phase. Und Basel war so schlau wie zuvor. Und die Citizens wollten jetzt natürlich den Deckel drauf machen. Und ein 3-1 wäre das sicherlich gewesen. Kun Agüero mit dem Abschluss allerdings überwindet er nicht den Schweizer Hintermann. Schöne Parade, bringt den Ball zur Ecke. Gut abgewehrt. Aber es stand eben weiterhin 1-2. Doch sie wurden jetzt auch wieder auffällig nach vorne, die Schweizer. FC Basel kam nochmal. Sie steckten nicht auf. Gute Moral und Agiti ist das allerdings. Kein Problem für Ederson. Der Ball hätte wahrscheinlich auch nicht den Weg ins Tor gefunden. Aber die Partie war noch nicht zu Ende. 82. Spielminute. Suchi über die rechte Seite. Der hat die Übersicht. Schöner Ball auf Richie van Wolfswinkel. 2-2 Ausgleich. 82. Spielminute. Ricky van Wolfswinkel erzielt den so wichtigen 2-2 Ausgleich für den FC Basel. Und das war nicht unverdient. Der St. Jakob Park bebte. Die Ausgangslage für das Rückspiel könnte deutlich schlechter sein. Natürlich sind sie trotzdem noch deutlicher Underdog. Nichtsdestotrotz, dieses 2-2 hat bewiesen, dass sie Manchester City auch an der Achillesferse packen können. Und so geht's dann offen ins Rückspiel gegen Manchester. Die Achtelfinalbegegnung zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain im Santiago Bernabeu hat schon etwas mehr von Viertel- oder Halbfinal-Feeling. Nichtsdestotrotz, so ging es im
Duell im Achtelfinale gegeneinander. 4-4-2. Carvajal war gesperrt. Dafür Hakimi in der Verteidigung. Ronaldo und Benzema in der Doppelspitze. Sie schossen sich gegen Real Sociedad am Wochenende warm. Paris konnte auch gewinnen. 1-0. Souveräner Sieg zum Einstimmen in die Champions League Rückrunde quasi im Jahr 2018. Endlich K.O.-Spiele. 4-3-3. Mbappé in der Spitze sollte dann für den nötigen Punch sorgen. Aber Real Madrid startete erstmal gut in die Partie. Cristiano Ronaldo, Modric mit der ersten Möglichkeit. Areola muss eingreifen. Nicht Kevin Trapp im Tor, sondern eben Areola hat sich hier direkt mal bewährt. Schöne Parade gegen Luka Modric. Und Paris war nervös. Fehler in der Hintermannschaft. Dann Ronaldo mit dem Abschluss. Verfehlt das 1-0 relativ knapp. Schöner Abschluss. Fehlten gerade mal 30, 40 Zentimeter. Aber Zinedine Zidane war zufrieden. Allerdings kam dann Paris nach vorne. Das ist Kylian Mbappé am Anfang angesprochen. Und jetzt mit der Vorlage fürs Tor. Angel Di Maria, 29. Spielminute, aus dem Nichts das 0-1. Für die Gäste. Der Ex also mit dem Führungstreffer für seinen neuen Verein. Angel Di Maria richtet sich schnell auf gegen Marcelo. Keylor Navas kann nicht mehr eingreifen und Di Maria hämmert den Ball unter die Latte mit seinem rechten Fuß. Erstaunlicherweise, aber wir springen in den zweiten Durchgang. Und wie da Real Madrid zurückkam, das war beeindruckend. Luka Modric, klasse Abschluss mit dem linken Fuß, wird nicht angegriffen. Und so stand es dann nach 53 Spielminuten. Remis. Ist natürlich die Frage, warum kriegt er keinen Druck? Warum wird er nicht angegriffen? Fragen über Fragen, es stand allerdings eben 1-1. Und Real Madrid war davon beflügelt. Isco mittlerweile reingekommen, Ronaldo, schöner Ball, Benzema, 2-1, die Partie war gedreht. 69. Spielminute, bessere Ausgangslage jetzt für Real Madrid als noch vor der Pause. Die Fans waren natürlich äußerst zufrieden. Areola im Kasten war bedient. Das ging wieder zu einfach. Ronaldo, ein einfacher Ball in die Schnittstelle. Benzema hat die Qualität im Abschluss. Legt den Ball mit der rechten Innenseite am Keeper von Paris vorbei. Und so eben 2-1. Und sie wollten weitermachen. Das Auswärtsgegentor lag noch etwas schwer im Magen. Fast das 3-1 von Cristiano Ronaldo, der allerdings an diesem Abend ohne eigenes Tor blieb. Es blieb im Endeffekt auch beim 2-1. Gute Ausgangslage für Real Madrid, allerdings für Paris trotz der Niederlage keine unmögliche Ausgangssituation fürs Rückspiel. Die Generalprobe beider Teams lief am Wochenende astrein. Liverpool gewann 2-0. In Southampton und RFC Porto konnte sogar mit 4-0 gewinnen. Sie hatten nur eine Veränderung in der Startaufstellung, denn Felipe, der Innenverteidiger, fehlte gesperrt. Dafür Osorio in der Startaufstellung, ansonsten im 4-4-2 mit Majera im Sturm, der für die Tore sorgen sollte. Bei Liverpool fehlte ebenfalls ein wichtiger Spieler, Emre Can im Mittelfeld, der natürlich für die Ordnung zuständig ist, wurde durch James Milner ersetzt, der dann die Ruhe dementsprechend reinbringen sollte, dem allerdings nach vorne vielleicht ein bisschen die Qualität im Gegensatz zu Emre Can fehlte. Aber die Portugiesen starteten hier besser in die Partie als Liverpool und kamen nach 8 Minuten zur ersten Möglichkeit. Loris Karius im Tor
weiß gar nicht so recht, wie ihm da geschieht. Eigentlich ein völlig harmloser Ball, verschätzt sich da komplett und fasst so das 1:0 für die Portugiesen. Aber direkt im Gegenzug dann in der 10. Spielminute fast auch das 1:0 für Liverpool. Es ging also hin und her. Aufregende Anfangsphase, die besänftigte sich dann etwas, wurde allerdings nach 20 Minuten wieder richtig spaßig. Salah bringt den Ball da in die Mitte. Wijnaldum dann im Endeffekt derjenige, der den entscheidenden Schuss in Richtung Tor von FC Porto abgibt. Allerdings rechts am Tor vorbei, keine größere Gefahr. Aber Porto spielte auch ansehnlich. Dieses 4:0 in der Liga pushte sie. Und dann kam sie zu dieser Möglichkeit. Und Moussa Marega machte das 1:0. 37. Spielminute. Der FC Porto führte. Und das war nicht unverdient. Beide Teams hatten die Möglichkeiten, hier in Führung zu gehen. Genial gespielt im Endeffekt. Marega ist dann ohne Gegenspieler in der Mitte zu weit entfernt. Die Abwehr und Karius aus kurzer Distanz ist dann chancenlos. Wir springen in die zweite Halbzeit und Liverpool wollte zumindest den wichtigen Auswärtstreffer erzielen. Mohamed Salah über die linke Seite, über die rechte Seite mit links den Ball in die Mitte gebracht und dann Roberto Firmino. Aber das war ein wenig symptomatisch. Rutscht da der Ball komplett ab in die Walachei, dieser Ball. Aber Liverpool drückte jetzt, wollte wie gesagt das 1:1 zumindest, um eine vernünftige Ausgangsposition sich rauszuspielen. Allerdings war der FC Porto nicht so leicht zu knacken. 80. Spielminute, der Druck wurde höher, die Zeit lief aber davon und Roberto Firmino wieder mit der Möglichkeit. 10 Minuten waren jetzt noch zu gehen. Es wurde enger, es wurde knapper, aber noch viel nicht. Das 1:1, das mittlerweile höchst verdient gewesen wäre. Jürgen Klopp natürlich auch komplett bedient. 90. Spielminute nochmal. Der Ball wird irgendwie reingebracht und Porto kriegt den Ball nicht weg. Das ist Roberto Firmino auf Mohamed Salah. Der kann den Ball da lange halten. Virgil van Dijk und dann der Abschluss nochmal von Mané und wieder pariert. Sein Tor ist der Matchwinner an diesem Mittwochabend. Der FC Porto schlägt den FC Liverpool, spielt sich damit eine herausragende Ausgangslage für das Rückspiel in 2 Wochen heraus. Und Liverpool muss aufpassen, dass sie nicht am FC Porto schon im Achtelfinale scheitern. Das war also Teil 1 der Champions League Prognose. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Abo oder eine Bewertung oder beides auch freuen. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Viel Spaß jetzt mit der Champions League. Nächste Woche kommt Teil 2 mit deutscher Beteiligung dann auch. Jetzt viel Spaß unter der Woche. Wir sehen uns spätestens am Donnerstag auch wieder bei der Bundesliga. Bis dann und tschüss.